Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen Kühlschrank, einen Solarkühlschrank, ein WL153. Die ganze Geschichte hat ja mal irgendwann angefangen mit WL150, 150 Liter etwa, dann kam der 51, der 52er und jetzt der 53er. Die Kühlschränke sind alle genau gleich. Vom Maß her, nur unser Zulieferer, der diese Kühlschrankgehäuse als 220 Volt Geräte fertigt, hat kleine Änderungen verbracht. Wir haben hier zum Beispiel ein geändertes Fach, das heißt, das Fach sieht ein bisschen anders aus. Die Innenbeleuchtung ist ein bisschen geändert, wir haben jetzt eine andere LED-Lampe, früher waren noch Glühbirnen drin. Ja. Aber sonst, technisch bleibt das Gerät genau gleich wie der WL152. Ja, was ist jetzt speziell an diesem Kühlschrank? Wir haben ja Solarkühlschrank. Der wird mit Solar betrieben. Ich kann den also nicht an die Sonne stellen und der kühlt dann automatisch, sondern dieser Kühlschrank läuft mit 12 oder 24 Volt. Solarzelle auf dem Dach, hierfür reichen etwa 120 Watt. Eine Batterie, klar, Solarregler, Batterie und dann diesen Kühlschrank betreiben. Das läuft absolut einwandfrei seit Jahren. Wir bauen solche Geräte seit 40 Jahren. Wir nehmen einfach Standard-Haushaltskühlgeräte und bauen die um auf 12 Volt. Klar kann jetzt jeder sagen, ja, ich nehme einen Wechselrichter, der kostet heute irgendwie 200, 300 Franken, 400 Franken, einen rechten oder noch höher, mit Sinusspannung, dann kann ich einen normalen Haushaltskühlschrank betreiben. Ja, das trifft zu. Nur, das Thema ist dann, wenn ich einen Wechselrichter betreibe, ein Netzgerät betreibe, oder Kompressor direkt, brauche ich etwa doppelt so viel Strom wie beim Direktbetrieb. Das heißt, ich brauche eine doppelt so große Batterie und ich brauche eine doppelt so große Solarfläche. Wir sind hier in der Fertigung. Wir fertigen diese Kühlschränke so in kleinen Serien an 10 Stück. Und wenn wir dann dahinter gehen, wir sehen jetzt hier, sind die Kühlschränke schon draußen. Der Kompressor ist draußen und hier steht der neue Kühlschrank. Ein Kompressor BD35K. Speziell ist, das sind R600A Kompressoren. So sieht das bei uns in der Fertigung aus. Hier habe ich symbolisch so einen Kompressor. Der ist R600, also Isobutan. Ein Kältemittel mit einem GWP weit unter 150. Und nach EU-Gesetzen darf ich solche Kühlschränke, haushaltsdesignt, in der deutschen Übersetzung steht für private Anwendung, aber das ist ein anderes Thema, im EU-Gesetz auf Englisch haushaltsdesignt, darf ich nur noch mit einem GWP unter 150 fertigen. Aus diesem Grund haben wir auch bei den Kühlschränken den Kompressor BD35K mit R600. Und alle Geräte, die haushaltsgefertigt, haushaltsdesignt sind, das ist auch so ein Schwimmbegriff, dürfen nicht mehr mit R134A gefüllt werden. Da mache ich dann hier unten ein Video über Götz, da komme ich dann noch dazu. Weiter mache ich euch hier oben ein Video über diese Kompressoren, was daran passiert, was wir mit diesen ausgebauten Kompressoren fertigen. Kann noch dauern, bis das Video kommt, die Kompressoren sind da. Aber ich komme mal zu dem Video, was ich hier unten dann bringe. Diesen Sommer hat mich einer angerufen, Götz, ich kenne nur einen Götz, also eigentlich zwei. Aber Götz, das war mein Lehrmeister, ich sage mal, das ist der beste
Lehrmeister in der Kältetechnik, den es in der Schweiz gibt, Kurt Götz. Ja, der will mich ans Telefon. Ich bin eigentlich im Sommer gar nicht erreichbar. Gut, dann war Götz dran von WCS. Ich sage mal, ein ganz verrückter Kerl, so wie er im Video ist, so ist er auch am Telefon. Der hat sich einen Kühlschrank gebaut, das verlinke ich euch da unten. Ja, schaut das Video an. Ich bringe da noch ein paar Sachen mehr dazu. Er hat mir da auch was zukommen lassen, das kommen wir auch in späteren Video dazu. Hier unten zeige ich euch dann noch ein Video vom größeren Modell, das heißt vom gleichen Modell, aber mit Tiefkühlfach, klar, auch für Solaranwendungen. Und hier oben den gleichen Kühlschrank, ein Stück nur 50 breit und gleiche Höhe. Einfach kleiner, auch ein kleinerer Energieverbrauch. Ja, das soll es gewesen sein vom Solarkühlschrank. Jetzt statt dem WL152. Wir haben noch den Katalog 2020. Da ist der WL152 drin. Wir haben ihn auch noch auf der Seite. Das kann noch ein bisschen dauern, bis das ersetzt wird. Aber an sich ist dieser WL152, man sieht es da oben, die Abdeckung ist ein bisschen eckiger. Hier oben kommt das Video über die Kompressoren, hier über den WL91, der kleinere Bruder. Hier unten das Video mit dem WL160, das ist der mit dem Tiefkühlfach. Und hier unten von Götz, verlinke ich euch, der baut einen Kühlschrank um über Fernstudio mit mir. Ja, es hat geklappt und das Ding funktioniert wunderbar. Einen schönen Tag.